Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Demonstrationen in Prag gehen mit unverminderter Stärke weiter. Etwa 200.000 Menschen sind auf dem Wenzelsplatz versammelt. Wieder fordern sie den Rücktritt der politischen Führung und grundlegende Reformen. Die Polizei hält sich bisher zurück. Mehrere Industriebetriebe haben inzwischen angekündigt, dass sie den für Montag geplanten zweistündigen Generalstreik unterstützen wollen. Das war neu heute in Prag. Die Mitarbeiter des staatlichen Fernsehens hatten eine Live-Übertragung durchgesetzt. Weit über 200.000 Menschen sind es wieder gewesen, die ab 16 Uhr zwischen Wenzelsplatz und Nationalstraße den kommunistischen Machterhaltern Paroli boten. Empfehlungen für die Durchführung von Streiks in den Betrieben wurden gegeben, Ratschläge für den ungeübten Umgang mit demokratischen Mitteln, Widerstand zu leisten. Ein Grußwort des Reformers von 1968, Alexander Dubček, wurde verlesen. Sprecher des Bürgerforums informierten die Menge über neue Qualitäten in der Berichterstattung der Medien. Zum ersten Mal haben staatsabhängige Zeitungen unterschiedliche Meinungen verlauten lassen. Keine Abhängigkeit und kein Sprachrohr mehr für die Kommunisten, so scheint es. Das Gerücht um den Tod eines Demonstranten vom vergangenen Freitag hatte sich nicht bestätigt. Polizei und Sicherheitskräfte hatten sich zurückgezogen. Der Massenprotest löste sich friedlich auf. Der Tag begann mit einer internationalen Pressekonferenz beim neuen Bürgerforum. Václav Mali, katholischer Priester mit Berufsverbot, ist ihr Sprecher. Es gab Informationen und Dank für die Solidarität mit den Bruderländern. Václav Havel bot der Regierung die Bereitschaft des Bürgerforums an, aus allen Gruppen der Gesellschaft ein Verhandlungs- und Aktionskomitee zu bilden, auch mit solchen Kräften, die sich bisher passiv verhielten. Die SED hat heute den Blockparteien und auch den, so wörtlich, anderen politischen Kräften des Landes Gespräche am runden Tisch angeboten. Dabei soll es um eine Verfassungsreform und ein neues Wahlgesetz gehen. Ein Termin wurde bisher nicht genannt. Vertreter des neuen Forum und der Gruppe Demokratischer Aufbruch haben den Vorschlag begrüßt. Zunächst müssten jedoch die Bedingungen des SED-Angebots geprüft werden. Pfarrer Eppelmann vom Demokratischen Aufbruch erklärte dazu, keine politische Kraft in der DDR könne die Probleme zurzeit alleine lösen. Der Opposition fehle der Apparat, den etablierten Parteien die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Bevölkerung. Bundeskanzler Kohl und der französische Staatspräsident Mitterrand haben heute vor dem Europaparlament in Straßburg zu den Reformbewegungen in Osteuropa Stellung genommen. Kohl machte eine umfassende Hilfe für die DDR erneut von grundlegenden Reformen im Lande abhängig. Er forderte die Europäische Gemeinschaft auf, die Umgestaltung in den osteuropäischen Staaten mit einem breit gefächerten Programm zu unterstützen. Mitterrand betonte, für eine weitreichende Hilfe sei wichtig, dass Europa eine starke Einheit werde. Aufregung, Gekeile, Begeisterung. Dass Kohl und Mitterrand überraschend beschlossen hatten, vor der Volksvertretung zu erscheinen und ihre Ost- und Europapolitik zu beschreiben, machte dies nach dem Gefühl vieler Abgeordneter zu einem der bisher stolzesten Tage des Europaparlaments. Helmut Kohl ging es vor allem darum, die Verlässlichkeit der Bonner Politik herauszustellen. Natürlich weiß er, dass viele unserer EG-Partner die Furcht plagt, die Deutschen würden sich vom Westen ab und ihren nationalen Wiedervereinigungsinteressen zuwenden, würden wieder zum gefährlichen Machtklotz im Herzen Europas. Allen Zweiflern an der Haltung der Bundesrepublik Deutschland sei klar ins Stammbuch geschrieben. Die deutsche Bundesregierung steht zur Verwirklichung der Europäischen Union, zur Fortsetzung und zur Stärkung des europäischen Einigungsprozesses gibt es für uns keine Alternative. Unsere Haltung ist klar und deutlich und es ist niemandem gestattet, daran zu zweifeln. Mitterrand seinerseits nutzte die Gelegenheit, um noch einmal Druck zu machen. Druck in Richtung Binnenmarkt, Druck für die Wirtschaft- und Währungsunion, Druck für die politische Einigung. Angesichts dieser Entschiedenheit der Franzosen rechnen viele damit, dass der Gipfel hier in Straßburg in gut 2,5 Wochen außerordentlich spannend werden könnte. Dass Mitterrand versuchen wird, die Gemeinschaft ganz klar auf den Kurs zur politischen Einheit zu zwingen, um Bonn einzubinden und die Spreu vom Weizen zu trennen, was vor allem Frau Thatcher vor schwierige Entscheidungen stellen könnte.